dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wenn José Mourinho the special one is und Jürgen Klopp the normal one, dann muss Pele Wollitz the emotional one sein. Wollitz spielt sie Dominanz, Leidenschaft und Gier vor, aber auch Spielfreude durch den Ghana. Bani Ose Quadwo, er hat eine Hinrundenpartie in Meppen einen Doppelpack erzielt. Hinein in die Partie, die Magdeburger in Blau-Weiß von links nach rechts mit Sören Bertram. 21. Minute, die Meppener hielten auswärts den Ball und die Magdeburger konterten durch den 13-Scorer-Punkte-Mann. Gleichzeitig auch der einzige Torschütze des FCM im Jahr 2020. Der legt den Ball vor für Björn Rother, 4 Minuten später. Aber auch hier entsteht nicht so richtig was. Tomaschke wehrt den Ball in die Mitte ab und Egerer verhindert dann Schlimmeres. Ja, wo war eigentlich der SV Meppen in der ersten Hälfte und vor allem Dennis Undaf? Nicht so richtig zu sehen. 3 Spiele ohne Tor muss der Topscorer verzeichnen. Das ist eindeutig zu wenig, aber in der Pause gehen wir erstmal in die orthopädische Behandlung mit Dr. Wollitz. Er sorgt für die lebenserhaltenden Maßnahmen des ersten FCM. Aber zu Beginn der zweiten Hälfte müssen wir erstmal einen Schock verdauen. Komenda und Shahid prallen aufeinander. Komenda musste wegen einer Knieverletzung abtransportiert werden. Sören Bertram mit dem darauf folgenden Freistoß nach Wiederanpfiff. Er war abgefälscht, aber so richtig mag aus dem Spiel immer noch nichts passieren. Wir gehen die 63. Minute. Magdeburg schenkt diesen Einwurf einfach her und dann lösen die Meppener das gewohnt. Erfrischend, vital, spielerisch. Valde Drama. Der ehemalige albanische Nationalspieler mit dem Führungstreffer in der MDCC Arena vor rund 16.000 Zuschauern. Vor 600 mitgereisten Meppenern aus dem 35-Einwohner-Städtchen. Aber das macht er abgebrüht. In der ersten spanischen und schwedischen Liga schon getroffen, dieser Rama. Hier sieht man seine Erfahrung. Nur wenige Minuten später Magdeburg mit dem Gegenangriff. Und da ist Marcel Kostli. 31 Spiele in Folge hat er ohne Tor und Assist verleben müssen. Es geht genauso weiter in die 32. Die Meppener spielen One-Touch-Fußball in der 72. Minute. Gibt's da auch noch das Sahnehäubchen obendrauf? Ja! Dennis Undaf mit dem 2:0 in Magdeburg. Und da ist es ja das 13. Saisontor für den Torjäger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Er setzt sich gegen den 15 cm größeren Bomheuer durch. Das darf eigentlich nicht passieren. Das doppelte Lottchen freut sich, aber des einen Freund ist des anderen leid. Magdeburg kritisiert Sportchef Mike Franz. Und dann kommt alles zusammen. Verunsicherung, nicht die Ergebnisse in den letzten Wochen. Alles wird hinterfragt und dann ist das ja, mehr als ärgerlich. Aber das ist dann auch der Fußball, in dem wir uns befinden. Wir müssen davon wegkommen, dass wir glauben, dass wir besser sind als andere. Aber wir sind auch nicht schlechter. Vor allem nach den Wochen vorher fühlt sich der Sieg natürlich umso besser an. Ich bin froh, dass wir eine Reaktion gezeigt haben und umso glücklicher bin ich. Zuletzt wird es Zeit für ein Selfie mit den Stars und da ist Dennis Undaf natürlich sehr begehrt. Aber irgendwo muss man den Ausnahmezustand in Magdeburg ausrufen. Seit 6 Spielen ist die Mannschaft sieglos. Das ist ein neuer Rekord in der dritten Liga. Die Fans riefen danach den Abstiegskampf aus. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.